Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Heute möchte ich euch gerne erzählen, wer ich bin, was ich bisher gemacht habe und was meine Intention mit diesem YouTube-Kanal ist, beziehungsweise was meine Pläne für die Zukunft sind. Viel Spaß! Ja, mein Name ist Jule Schwebe, ich bin 22 Jahre alt und ich denke, die meisten kennen mich von Instagram unter Jules Bikini. Ich lebe in Hamburg und arbeite als Personal Trainerin und als Online-Fitness-Coach und habe bald meinen Bachelor in Fitnessökonomie. Außerdem bin ich in privater Hinsicht Bikini-Fitness-Athletin. Und ich möchte gerne zunächst meinen Weg mit euch teilen, wie ich zu dem Punkt gekommen bin, an dem ich heute stehe. Und zwar war ich damals schon immer sehr, sehr sportlich. Also ich habe auch als Kind viel Sport gemacht. Ich habe Handball gespielt, sehr lange und viel. Und bin dann mit 15 Jahren, das heißt vor 7 Jahren, das erste Mal in ein Fitnessstudio gegangen, um meine Kraft für den Handball zu verbessern. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass mir das sehr, sehr viel Spaß bringt und dass ich darin meine Leidenschaft finde. Ich bin teilweise vor dem Handballtraining noch ins Fitnessstudio gegangen und habe wirklich 5 bis 6 Mal die Woche trainiert, weil ich darin so aufgegangen bin. Das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich irgendwann mit dem Handball mit 16, 17 Jahren aufgehört habe und wirklich selbstbestimmt, eigenbestimmt mein eigenes Training durchziehen wollte und nur noch im Fitnessstudio trainieren wollte. Ich habe dann angefangen, Krafttraining zu machen in Bezug auf Powerlifting. Also ich habe sehr viel Grundübungen trainiert und bin dann auch relativ stark geworden. Ich hatte schon immer irgendwie im Hinterkopf, dass ich mal competitive sein möchte, also dass ich mich irgendwie mit anderen messen möchte. Und damals habe ich primär an Powerlifting-Wettkämpfe gedacht, habe aber auch die amerikanischen YouTuberinnen verfolgt, die Bikini-Athletinnen waren, die auf die Bühne gegangen sind, die ihren Weg dorthin dokumentiert haben. Und ich fand das schon immer so, so faszinierend und so bewundernswert, aber irgendwie habe ich von mir selbst geglaubt, dass ich das niemals so schaffen könnte. Ich dachte mir, okay, die haben eine andere Genetik, die haben andere Voraussetzungen, die leben in den USA, dort ist eh alles anders und schön und toll. Und ich selbst hatte da zwar Lust drauf, aber ich könnte das wahrscheinlich nicht schaffen. So, und ich hatte es also immer schon irgendwie im Hinterkopf, schon mit 15, 16 Jahren, als ich damit angefangen habe, wusste ich, ich finde das mega. Und habe mich aber selbst nie getraut, das durchzuziehen. Habe dann mehr für mich trainiert, hatte aber diesen Traum immer wie im Hinterkopf. Und irgendwann dachte ich mir, okay, Jule, jetzt ist Zeit. Also du kannst nicht immer weiter diesen Traum vor dir herschieben, aber irgendwie nie ihn anpacken. Sondern du musst, wenn du wirklich was schaffen möchtest, musst du jetzt Gas geben. Du musst was machen. Ich habe überlegt, okay, was kann ich machen? Wie kann ich mich jetzt weiterentwickeln, um meinem Ziel, einmal auf der Bühne zu stehen, wirklich näher zu kommen? Nach meinem Abitur dann 2017 wusste ich auch eigentlich ziemlich klar, dass ich irgendwas beruflich in die Richtung machen möchte, dass ich anderen Menschen helfen möchte und ihnen meine Leidenschaft weitergeben möchte. Ich habe dann mein duales Studium zum Bachelor of Arts in Fitnessökonomie begonnen und habe dann in einem Fitnessstudio gearbeitet, sodass ich meine ersten Erfahrungen als Personal Trainerin sammeln konnte, meinen ersten Kundenkontakt sammeln konnte, was mir dann auch wiederum mega viel wieder gegeben hat und ich immer weiter bekräftigt wurde in diesem Denken, dass ich genau das für mich machen möchte. Und der Traum, Bikini-Fitness-Athletin zu werden, der war natürlich immer noch da. Und irgendwann dachte ich, wie gesagt, okay, du musst jetzt Gas geben, Jule, das ist jetzt an der Zeit. Und dann habe ich angefangen, mir einen Coach zu suchen. Und Anfang 2018 habe ich dann angefangen, mit Marie Steffen zu arbeiten und ihr gesagt, ich will auf die Bühne, mach das mit mir, was dafür notwendig ist. Und wir haben meine erste Wettkampfdiät gestartet. Und ich wurde dann leider so ein bisschen zurückgezogen durch eine Lungenentzündung, durch eine schwere Lungenentzündung, durch die ich mehrere Monate nicht arbeiten konnte, nicht trainieren konnte, mich wirklich lange von erholen musste. Trotzdem, nach 4 Monaten, als ich dann zurück war, wusste ich immer noch, ich will das machen und nichts konnte mich irgendwie in meinem Denken davon aufhalten. Und wir haben weitergemacht, wir haben die Diät fortgeführt und klar war das Ganze dann einfach zeitlich ein bisschen verschoben, aber ich wollte halt trotzdem starten, sodass ich dann im April 2019 meinen ersten Wettkampf auf der FIBO gestartet habe, was eine mega Erfahrung war und ich die ganze Wettkampfsaison super genossen habe. Ich habe meine ersten
5 Wettkämpfe waren es im Frühjahr 2019 absolviert und hatte total Blut geleckt. Ich konnte sogar schon auf die deutsche Meisterschaft fahren. Dort hat es dann nicht fürs Finale gereicht, aber ich war einfach super stolz, in meiner ersten Saison schon auf der deutschen Meisterschaft zu sein. Und ich wusste, jetzt kann es weitergehen. Das ist mein Weg, den möchte ich gehen. Sodass ich dann im Herbst auch auf die Bühne gegangen bin und es dann sogar im Herbst 2019 zur deutschen Meisterin gebracht habe, was mich super stolz gemacht hat und ich habe total Blut geleckt und jetzt möchte ich unbedingt weiterkämpfen. Und in dem gesamten Jahr 2019, mein erstes Wettkampfjahr, habe ich so eine starke mentale und körperliche Veränderung durchgemacht. Einfach durch diese Erfahrung der Wettkampfdiät, die einem alles abverlangt, in der man an seine Grenzen stößt, in der man sich selbst neu kennenlernt, habe ich mich so stark entwickelt und diese Entwicklung möchte ich niemals missen und ich bin so dankbar für diese Erfahrung auch. Und nach meiner letzten Wettkampfsaison, dann im Dezember 2019, also genau vor einem Jahr, bin ich in den Aufbau gestartet. Und ich wollte meinen Stoffwechsel regenerieren, ich wollte mich von dem langen Diätjahr, es war nämlich fast ein Jahr, dem ich durchdiätet habe, erholen. Und ich wollte mich auf leistungsorientierte Ziele fokussieren. Ich hatte viele Dinge im Hinterkopf. Ich wollte das Weightlifting lernen, ich wollte mich dem Gymnastics widmen, ich wollte den Handstand lernen, ich wollte mehr in den Ringen trainieren und natürlich aber auch meine Optik verbessern. Und mit diesen Intentionen bin ich in den Aufbau gestartet, der jetzt ein Jahr angedauert hat. Und jetzt starte ich in genau 3 Wochen meine nächste Wettkampfdiät für die Wettkampfsaison im Frühjahr 2021. Und mein Ziel ist es im Endeffekt, die Profikarte zu gewinnen, beziehungsweise wäre das einfach das i-Tüpfelchen, was ich sehr, sehr gerne erreichen möchte, was ich im Hinblick auf meine wettkampforientierten Ziele im Auge habe. Natürlich ist das immer auch abhängig von verschiedenen Faktoren. Allerdings wäre das für mich eine sehr, sehr wunderschöne Errungenschaft, sagen wir es so. Und in Bezug auf mein Coaching habe ich dieses Jahr 2020 angefangen, an der Seite von meinem eigenen Coach, Marie Steffen, auch eigene Kunden zu coachen und auch darin wieder komplett meine Leidenschaft entdeckt. Also klar, Personal Training ist cool, man kann den Menschen beibringen, wie man trainiert, aber was gehört da noch dazu? Es gehört so viel mehr dazu als nur Training, es ist auch die Ernährung, es ist Mindset, es sind die Lebensumstände, die immer darüber entscheiden, wie erfolgreich man ist. Und indem ich einfach jetzt so viele Kunden in Bezug auf diese Ganzheitlichkeit coache, weiß ich für mich, sie können ihre Ziele erreichen, so können sie es wirklich schaffen. Und indem ich ihnen dabei helfe, habe ich meine eigene Leidenschaft gefunden, andere Menschen zu inspirieren. Und nach meinem Studium, jetzt im Frühjahr nächsten Jahres, werde ich mich dem Vollzeit widmen und möchte eben auch diese anderen Projekte starten. Ich möchte YouTube weiterführen, ich möchte Podcasts aufnehmen und ja, eben jetzt mein Journey der Wettkampfvorbereitung auf die Frühjahrssaison mit euch gerne teilen. Ich möchte gerne wöchentliche Videos, Updates geben von meiner Vorbereitung, euch in meiner Ernährung mitnehmen, in meinem Training mitnehmen, meinem Leben allgemein begleiten, um euch zu inspirieren, vielleicht Ähnliches durchzumachen oder andere oder eigene Schwierigkeiten in eurem Leben zu überwinden. Und ich hoffe sehr, dass ihr mich dabei begleitet. Ich freue mich sehr auf die nächste Zeit. Ich freue mich sehr, euch mitnehmen zu können. Und ich würde gerne noch ein weiteres Video mit euch teilen, bevor es mit der Prep-Series losgeht. Und zwar soll das ein Q&A sein. Das heißt, ihr könnt mir gerne alle eure Fragen stellen, die ihr habt. Egal in Bezug auf Training, Ernährung, Leben, Wettkämpfe, Coaching, whatsoever. Schreibt mir gerne hier in die Kommentare eure Fragen. Oder schreibt mir gerne bei Instagram unter Jules Bikini. Ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben an jule@s-ib.de. Ich werde mir alle Fragen anschauen, werde mir die interessantesten raussuchen und dazu dann in den nächsten 2 Wochen das Q&A-Video hochladen. Ich freue mich sehr auf eure Fragen und ich bin natürlich auf euer Feedback angewiesen von dem, was ihr von mir sehen wollt, was eure Wünsche sind, was eure favorisierten Inhalte sind. Deswegen lasst mir gerne euer Feedback da. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr mir ein Like da lasst, um die zukünftigen Videos nicht zu verpassen und wenn ihr mich auf meinem weiteren Weg begleitet. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Anschauen.